Yo, was geht? Willkommen zu diesem wunderschönen Video. Ihr kennt doch sicherlich alle DIY-Content. DIY Build Your Own Garden Shed. DIY Build Your Own Dog Bed. Mach einfach alles selber. Do it yourself. Bau dein eigenes Sofa. Bau dein eigenes Wohnmobil. Näh deine eigenen Klamotten. Sau geil. Ey, Trettmann hat ein Album rausgebracht, das heißt DIY, Do It Yourself. Also, crazy. Irgendwie ist es ja schon so ein Hype. Jetzt gibt's so ein paar Lifehacks und so ein paar DIY-Geschichten, die ich nicht ganz verstehe. Und glücklicherweise sind die zusammengefasst, natürlich, wo auch sonst, in der besten und tollst organisiertesten Content-Sammlung im ganzen Internet auf Reddit. Reddit? Reddit zeigt uns einfach im heutigen Subreddit DIY, also die Do It Your Warum, also tu es selbst, wieso, also man kann es einfach, wenn ihr den Wortwitz nicht gettet, dann raus, hier ist die Tür. So. Die schönsten Ideen von Dingen, die man tun sollte, wenn man vielleicht zu viel Freizeit hat und, also, das sind Dinge, die man selber machen kann, wo man sich fragt, warum, ihr wisst, worum es geht, ihr wisst alle, worum es geht, ich würde sagen, wir schauen uns einfach diese wunderschönen Bilder mal an. Ich muss da jetzt einfach hingucken und stark sein. Bild Nummer 1 zeigt uns hier ein Portable Glory Hole. Ja, ein Portable Glory Hole mit Sichtfenster. This may actually be pandemic genius, auf jeden Fall. Also, ich glaube, für öffentliche Toiletten ist das genau das, was wir in Zeiten von Corona brauchen. In Zeiten von Corona. Entschuldigung, jedes Mal, wenn ich das höre, kriege ich so einen Aussetzer. Ja, absolut geil. Wenn man das natürlich jetzt auf seinen eigenen Körper anpassen könnte, eventuell mit einem verschiebbaren Glory Hole, wäre das absolut super. Wer nicht weiß, was ein Glory Hole ist, der fragt am besten seine Eltern und wird wahrscheinlich danach nie wieder ein Video von mir gucken dürfen. Ganz schwieriges Thema. Das nächste Bild. Made a Watermelon Boy and tested it out in public. Ein Gameboy, der aus der Warum? Die Knöpfe. Also ja, es ist ein Gameboy, der in einer Wassermelone drin ist. Mit einem Kabel, wie man hier unten sieht, was wahrscheinlich dann für den Strom ist. Kann man machen? Verständlicherweise fragt man sich da an der Stelle wieder, warum und warum der Typ sich die ganze Zeit nicht einfach in Fingerpflege reingepackt hat. Aber gut. All in all, sicherlich eine sinnvolle Geschichte, da Zeit rein zu investieren. Ja. Alter, what the fuck? Klein K187 wird auf jeden Fall ein Deutscher sein, weil nur Deutsche sind so dumm und würden sowas wahrscheinlich machen. Klein K wird es wahrscheinlich in einer lokalen Facebook-Gruppe in Deutschland gefunden haben. Das sieht so dermaßen deutsch aus. Hey, ich habe hier eine Spiegelplatte. Cool, dann mache ich da Bauschaum drumherum und dann sieht das voll fancy aus. Und dieser Spiegel sieht wirklich absolut beschissen aus. Der sieht wirklich, und das meine ich so, richtig, richtig scheiße aus. Wenn man das jetzt noch angemalt hätte, okay, vielleicht, aber so wie es da aussieht, Alter, bring dieses Ding aus meinen Augen. Hier haben wir ein wunderschönes Video von einem Auto, das DIY worden ist. Wir schauen mal ganz kurz rein. Das Auto fährt jetzt in die Richtung. Andersrum, als es eigentlich ist. Hast du nichts Besseres mit deiner Zeit zu tun, wirklich? Nudelpendant. Ach du Scheiße, Digga. Hier hat einfach jemand Nudeln in Epoxidharz gegossen, um das Ganze dann am Hals zu tragen. Ja, ich meine, wir alle haben in Zeiten von Corona eine Menge Zeit gehabt und da kann man dann sowas doch sicherlich mal machen. Too cheap to replace the bumper? Say no more. Also hier haben wir auf jeden Fall ein Kerl, der sein Auto hinten wohl kaputt gefahren hat oder ihm ist jemand reingefahren, irgendwas. Der hat dann einfach gesagt, gut, ich baue jetzt hier ein kleines, Das Wort, wie ist das Wort nochmal dafür? Obscuri, diese Bilder, wo man so Dinger, das ist so klein alles, das hat einen bestimmten, ich weiß das, ich liebe diese Dinger, weil, ihr wisst, was ich meine, da ist jetzt eine schöne Spielszene drin. Das ist deutlich hübscher als der Bumper an sich. Tolle Idee, ja. Ey, ich habe mir meinen eigenen Campervan gebaut. Okay, und was hast du damit vor? Nun ja, ich parke damit vor Grundschulen und sage Kindern, es gibt gratis Süßigkeiten. Weiß ich nicht. Also, sieht ganz solide aus. Da passen sicherlich eine Menge Kinder rein. Auf der anderen Seite weiß ich nicht. Vielleicht hat Jo Olli irgendwie dafür Verwendung. Ich bin an der Stelle da raus und würde sagen, vielleicht ist es dann doch besser, so ein Ding vom Profi bauen zu lassen, oder? Also, zum Campen. Nicht für den Zweck, wofür Jo... Wir reden nicht drüber. Okay. Hier sind also Nudeln in einer Colaflasche drin und die werden dann ans Regal gehangen. Nee, verstehe ich nicht. Nee. Okay, was haben wir hier?
Das ist wirklich so. Es ist wirklich so. 5 Minutes Crafts ist der schlimmste Channel auf ganz YouTube. Es ist einfach wirklich pures AIDS. Einfach nur wirklich konzentriertes AIDS, was durch meine Augen fließt. Digga, half human, half baby deer nightmare. Ja, hier haben wir also eine Puppe, die besteht halb, die sieht halb aus wie ein Rentier, ein Reh, und zur Hälfte wie ein Baby, und die Beine sind auch von einem Digga, also ganz ehrlich, so, jemand, der sowas freiwillig baut, der hat doch wirklich tiefliegende mentale Probleme. Da muss doch jemand mal behandeln. Das ist, wieso nimmt man sich Zeit und baut sowas? Ah, okay. Hier hat jemand seinen Bürgersteig verlängert mit Dachpappe. Ja, verstehe ich nicht. Ah, ein Longboard. Ja, da sehe ich Simon Unger auf jeden Fall mit die Longboard-Tour bestreiten und richtig hinfallen. Gott damn, ich liebe diesen Clip, wie Simon Unger auf die Fresse fällt bei der Longboard-Tour. Wirklich geil. Ja, ist auch eine Möglichkeit sicherlich. Also das ist dann wirklich eine Longboard. Ich brauche das jetzt nicht nochmal sagen, um den Witz zu... Ihr wisst, was ich meine. Ja, vielleicht kann man da das ein oder andere Girl dann drauf mitnehmen. Das wäre vielleicht perfekt für Inscope jetzt gerade im Winter. No showerhead here, use the tap instead. Okay, hier haben wir also keinen Duschkopf, sondern tatsächlich einfach einen normalen Wasserhahn, der oben dann wirklich das Wasser nicht mehr streut, sondern in einem Strahl einfach über dich traurigerweise drüber laufen lässt. Also ich bin mir sicher, bei dieser Konstruktion, und ihr wisst es alle, das Wasser wird ständig kalt und warm sein, es wird ständig wechseln zwischen eisiger Kälte und brühender Hitze. Und die brühende Hitze aus diesem Wasserhahn tut wahrscheinlich doppelt so sehr weh, wie das aus einer normalen Dusche. Also... da kann man doch einfach mal 10 Euro im Baumarkt ausgeben und dann vielleicht einen Handwerker für 50 Euro beauftragen. Nur meine Meinung. Okay. Ich meine, an sich ist das gar nicht so dumm. Es sieht halt nur ultra scheiße aus. Aber wenn das Dirtbike drin ist, macht's Sinn. An sich ist das gar nicht so dumm. Wenn das jemand selber gemacht hat, Respekt. Das finde ich gar nicht so dumm. Man hätte natürlich auch einfach irgendwie eine Verlängerung dafür kaufen können oder das Dirtbike quer reinstellen können vielleicht. Aber das ist eine... ja, gut gemacht. The children of my niece created this masterpiece, Rocket Girl. Ne, die Kinder müssen in die geschlossene Anstalt eingewiesen werden. Ganz klares Ding, da brauche ich gar nicht drüber reden. Die Kinder brauchen definitiv professionelle Hilfe. Are you a fan of high fives? Is COVID getting you down? Do you wish you could high five people all around you but can't? Nein. You worried that you might spread this illness? Nein. Don't worry. Was? The world around you has got you covered. All you need is to get yourself one of these little portable high-five machines, and then before you know it, you and your friends will be high-fiving in no time. Get the extra couple inches if your arms aren't long enough to be a meter. Das sind tote Rattenfüße. Wie hässlich sind Rattenfüße? Wo hat der die Rattenfüße her? High-five. Wo hat der die ganzen Rattenfüße her? Ach, Mann. How to make a simple tattoo machine with a pen. Okay. Ist eine Idee. Die Frage an der Stelle wieder, brauche ich das? Vermutlich nicht. Könnte ich mir eine Tattoo-Maschine einfach kaufen? Ja, könntest du. Kannst du tätowieren? Kannst du nicht. Solltest du vielleicht einfach zu einem professionellen Tätowierer gehen, wenn du tätowiert werden möchtest? Höchstwahrscheinlich. Baust du dir trotzdem diese Pen-Tattoo-Maschine und infizierst dich mit irgendwelchen Krankheiten? Auch sehr wahrscheinlich. Gönn dir. Viel Spaß dabei. 3 Millionen Aufrufe. Ich sehe mich dabei. Das wird ja sicherlich einen Grund haben, oder? Diese Tür wird ja sicherlich so extra angefertigt worden sein. Oder es ist einfach echt eine Fehlpressung und man hat gesagt, ach, die nehme ich jetzt günstig mit. Ich weiß es nicht genau. Aber, also, wenn man es mag, dann kann man es von mir aus... also, ach du Scheiße. Ach du Scheiße, Digga. Das ist wirklich das Gruseligste und Schlimmste, was ich seit langer Zeit gesehen habe. Wirklich. Seit langer, langer Zeit. Seit sehr, sehr langer Zeit. Ich habe Unge bereits oben ohne gesehen und viele verschiedene andere Dinge in meiner YouTube-Laufbahn, über die ich jetzt wirklich nicht sprechen möchte. Aber das hier, das ist wirklich schlimm. Das sind kleine Babys aneinander getaped zu einer Tasse, aus der man nicht mal trinken kann. Und die Monstrosity dabei ist, dass einfach dieses Baby dem anderen Baby den Kopf in den Arsch steckt und sogar ein Teil dieses Kopfes in dem Arsch verschwindet. Würde ich mir kaufen. Dreht man... ach, scheiß drauf. Oh nein, Digga, Puppen sind so... ich habe so panische Angst vor Puppen. Ich schwör's euch, Leute, Puppen sind so gruselig. Also nochmal, solltet ihr irgendwann mal ein Date haben und ihr trefft eine Frau und die hat so etwas an ihrer Hand, lauft. Lauft wirklich weit. Ganz, 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 ganz weit müsst ihr laufen. So schnell und tief, wie ihr könnt. Also das ist... oh, scheiße, Mann. 18 Ways to Sneak Pets into Movies. Warum sollte ich meine Ente
mit ins Kino nehmen. Und was ist das hier? Ist das extra ein Entencontainer, um eine... Was macht eine Ente in einem Film? Wofür brauche ich das? Warum sollte ich so tun, als wäre ich schwanger, um eine Ente mit in meinen Film zu nehmen? Ah, Digga, ich finde Puppen so gruselig. Ich finde Puppen einfach so... Boah, Junge, nee. Jetzt, oh. Ah, hier hat jemand einen Stuhl gebaut. Okay. Ach nein, Digga. Warum? Warum? Warum wird so viel aus Bauschaum gemacht? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Das sieht super unbequem aus. Das besteht einfach aus Sperrmüll. Warum? Bro, what the fuck? Was ist denn... Seit wann ist denn Bauschaum zu einer Ästhetik geworden? Digga, Justin, 10er, wenn du das hier in die Wohnung stellst. Leute, ich bin raus. Es tut mir leid. Es reicht mir. Es reicht mir. Schickt mir gerne auf Instagram. Ach, lasst mich in Ruhe. Folgt mir einfach auf Instagram. Das war's. Auf Wiedersehen und tschüss.